Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich bin Metron und ja, willkommen zurück. Und irgendwie habe ich es auf Peaceful gestellt. Peaceful, nicht gut. Easy. So. So. Ich war in letzter Zeit auf einem Minecraft-Server und dort hat Minecraft eigentlich nicht gelaggt. Deshalb ist es super gelaufen. Finde ich ein bisschen komisch, dass es hier leckt und es ist draußen dunkel. Die Tür geht zu. Dann benutzen wir das Bett. So wie es aussieht. Ich habe wieder einen neuen Skinkeller. Ach du Scheiße, was haben wir denn alles im Inventar? Ich wollte das doch letzte Folge rausräumen, stimmt's? Ja, das wollte ich. Naja. Ich hab's schon in den meinen vorherigen Let's Plays angesprochen. Oder nee, im Infovideo hab ich's angesprochen. Hier, Minecraft wird bald beendet. Heißt so viel wie, ja, wird beendet, ne? Heißt so viel wie, wir werden jetzt versuchen, so schnell wie möglich unser Baumzeugs da fertig zu kriegen und den ganzen anderen Mist fertig zu kriegen. Und die müssen noch drin bleiben. Heißt also, ich werde jetzt dieses Bone Meal hier nehmen. Da ist ein Ofen. Oh, da haben wir drei Eisen raus. Okay. Machen wir erstmal das. Das lassen wir jetzt erstmal noch. Ups, so, kleiner weg. Das da. Ne, da. Kohle brauchen wir eventuell noch. Dann können wir das da mal rein. Also Spitzhacke brauchen wir auch nicht mehr. Den Netzwerks brauchen wir auch nicht. Also wähle ich Shift aus. Das ist eine gute Einführung seit dem neuesten Patch. Wir können jetzt mit Shift und dann auf Links Klick. So ähnlich wie bei Secret das mit dem Verkaufen. Können wir jetzt das mit Zeugs und so machen, ne? Und dann werde ich heute eine sehr produktive Folge machen. Denn heute werden wir so viel wie möglich, wo ist meine Web? Ach ja. Da. So viel wie möglich Zeit damit verbringen, unser Projekt fertigzustellen, das mit den Bäumen. Und das Projekt mit dem Dingens und so, ne? Wissen, was ich meine? Mit der Hölle. Ich werde mir jetzt Kompass oder nee, Kompass bringt, obwohl er führt den Kompass mich zurück zum Bett. Und wir nehmen das raus. Was braucht man dafür noch? Ah, ich weiß es nicht mehr. Jetzt doch noch was nicht. So, bauen wir uns erstmal eine Uhr, damit wir in der Höhle wissen, in irgendeiner Höhle wissen. Das war keine Uhr. Ah, so. Nun haben wir schon mal. Jetzt müssten wir das gleiche eigentlich noch. So, haben wir schon mal einen Kompass. Kompass hier hin. So. Der ganze Müll und so, Müll im Moment. Jo, dann begeben wir uns mal auf den Weg. Zwar was umschwebt das Teil, naja, egal. Da haben wir unsere Bäume. Und dann werden wir jetzt gleich Bäume hacken gehen. Heißt, wir werden gleich ordentlich viele Bäume weghacken. Das machen wir uns mal ein Eisen Axt. Denn ich möchte heute, ich habe entdeckt, ich weiß nicht, ob das nur im Multiplayer geht, aber man kann anscheinend mit Bone Meal Bäume sofort wachsen lassen. Ich weiß nicht, ob das mit Multiplayer geht, deshalb will ich es gleich ausprobieren. Dann werden wir
gleich, ich denke mal, direkt hier vorne den Baum abholzen, den da. Ach, oh, Mensch! So, den hier. So, Eisenachs nehmen. Da schon mal ein bisschen drauf rumkloppen, dass... Ist das schon wieder dunkel, oder liegt es jetzt daran, dass ich unter dem Baum stehe? Ich glaube, es liegt an dem Baum. Aber wir brauchen auch ein bisschen Holz, damit wir Leiter machen. Mensch, was ist denn los jetzt hier? Also es liegt definitiv an der Aufnahme. Ich mag das gerade nicht. Mal kurz. So einen Video Settings Fancy auch fast. Läuft doch gleich viel besser. Jetzt merkt ihr schon, die Bäume sehen etwas anders aus, aber was soll's. Hauptsache es läuft. Die Bäume nehmen wir auch noch mit und könnte da jetzt vielleicht mal bitte was rauskommen. Sowas in der Art Baumsamen oder so. Wäre vielleicht mal eine Idee, Mr. Baum? Okay, der Baum hat keine Lust. Juhu! Und probieren wir das da gleich mal aus. Jetzt müssen wir nur noch da hoch irgendwie. Heißt, wir müssen uns schon mal Sticks machen. So, haben wir schon mal Sticks. Jetzt können wir rein. Da ging es nicht hier. Leiter. So, wir kriegen direkt zwei. So, da wird nichts. Also das wird nicht mehr reichen. So, dann wollen wir mal schauen. Ob das denn möglich ist. Haben wir Erde dabei? Nein, wir haben keine Erde dabei. Gib mir Erde. Ich farm schon mal ein bisschen mehr, falls das nun wirklich funktioniert. Und die auswählen. Und ich glaube, es war auch super, dass wir uns jetzt immer hier die Leitern sofort, weil ihr merkt, es geht noch. Ich glaube, das war weggesetzt. Ja, ihr seht, es geht nicht mehr. Man muss jetzt immer das machen. So, jetzt hole ich mir. Jetzt da jetzt rein. Wünscht mir Glück, Leute. Und es funktioniert. Tada! Das ist kein Mod oder so, das wird eingeführt, dass man mit Bone Meal das machen kann. So, das, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Erde, ein paar Baumsamen, und dann würde ich sagen, dass wir das ganz schnell abschließen. Naja, und wir brauchen natürlich noch Holz. Weil mit Minecraft wollte ich mich wirklich nicht so lange aufhalten. Denn wie gesagt, das ist ein endloses Spiel und es macht wirklich auf Dauer keinen Spaß. Ich meine, so Leute hier jetzt auf YouTube, die möchte ich jetzt hier nicht wegen Schleichwerbung so namentlich erwähnen, aber ich denke, es gibt immer kann sein, der häufig Minecraft guckt. So mit über 200 Folgen, das ist dann schon... Man muss sagen, ich habe mir einige angesehen, also ich habe mir, glaube ich, die komplette 100 Folgen habe ich mir angesehen, aber naja... Auf Dauer macht es wirklich keinen Spaß mehr und... Naja. Ist ja jedem das Seine. Oder so. Irgendwie hieß das. Na, ich nehme jetzt hier ein paar Bäume auseinander. Und Hühner müssen auch ein paar Hühner auseinandernehmen. Da ist noch ein Baumsamen. So, dann haben wir schon mal Baumsamen für die nächsten 5 Bäume und ein bisschen Holz haben wir auch wieder. Dann kann ich ja, glaube ich, schon mal zeigen, was ich eigentlich noch machen wollte, wenn ich die jetzt alle hergestellt habe. Ich hoffe, ihr hört das Klicken meiner Maus nicht. Das wäre nämlich, glaube ich, ein bisschen störend. Aber, naja.
Ich meine, wir hatten hier hinten. War hier nicht überirdische Lava? Hier hinten irgendwo? Das hatte ich doch mal gefunden auf der Suche nach unserem Haustier. Hier hinten war doch irgendwo überirdische Lava, daran kann ich mich doch erinnern. Da hinten, da drin, müsste es gewesen sein. Da ist es. Dann werde ich mir einmal Wasser schnappen und daraus Obsidian machen. Danach werde ich mir einen Diamantspitzhacke schnappen und das Obsidian abhaken. Dann werden wir uns ein Dämonenportal bauen und wer weiß, in den nächsten, ich werde es in den heutigen Folgen nicht schaffen. Also in den nächsten Folgen werden wir uns dann. Oh, das könnte ich doch jetzt machen. Ich habe doch hier Eimer. Das ist auch schon Wasser. Das kommt doch gut. Aber es wird nachts. Ach, scheiß doch drauf. Da wäre ich doch beinahe reingefallen. Das wäre schlecht gewesen, glaube ich. So, jetzt muss ich gucken, wie das ging. Tja, perfekt. Ich denke, das dürfte für ein Dämonenportal reichen. Oder wie ihr das nennen wollt. Mensch, hör auf. So, jetzt wandern wir nach Hause und beim nächsten Mal bauen wir das ab. Also beim nächsten Besuch hierhin. Ich nehme eben auch das hier mit. Und ich werde auch eben meine Diamantschaufel jetzt reinpacken. Und dann werde ich hier mal so lang gehen, weil wir brauchen noch ein bisschen Erde. So, ich denke, das dürfte reichen. Jetzt haben wir ungefähr einiges an Erde, so für die Bäume. Nehmen die hier noch mit. Bitte, bitte. Nichts liegen lassen, ne? Oh, da hinten sind schon Zombies. Beeile ich mich mal besser. Zu unserem Haus, das voll cool aussieht und kein Klotz ist. Nein, das ist wirklich kein einziger Klotz. Das ist ein Klotz mit Kerzentauch. Wenn das dann beendet ist, werden wir in die Hölle gehen. In der Hölle werden wir dann ein bisschen Spaß haben, ne? Ich meine, einige von euch kennen ja bestimmt die Hölle. Da kann man richtig viel Spaß haben. Jetzt nehmen wir erstmal da unsere restliche Kohle und das Eisen raus. Rein. Mensch, rein, rein. Oh, was wollte ich noch tun? Die Feder da rein. Das machen wir. Nehmen wir uns schon mal wieder 45 Erde raus. Und mit Wassereimer drauf geht das auch. Ich dachte, dann würde hier das ganze Haus geflutet werden, aber das ist mir egal. So, dann ist draußen wieder hell, dann machen wir das. So. So. So, da haben wir jetzt 64, da haben wir 19. Es wird von diesem Knopf runter, wer weiß, was da draußen noch rumfleucht. Das könnte jetzt ein bisschen langweilig werden hier. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Meine Fresse, macht es Spaß. So. Oh, das mal bis 16. Dann wieder einen höher. So, ich denke, die müssten jetzt mal reichen hier. So, 34 Leitern, das dürfte ordentlich was sein. Und solange da jetzt kein Monsterbaum wächst, wie wir das, also ich hatte oben gleich noch ein, also ich denke, das Baumprojekt, das werden wir heute fertigstellen. Ich werde da oben noch eine Dingens bauen, so, ne? Kommt da jetzt mal bitte so eine Leiter hin oder auch nicht? Jetzt geht's auf einmal.